Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. So, heute zu Gast in meinem Podcast habe ich Frederik Funk. Der braucht vermutlich gar keine große Anmoderation, da ihn die meisten, zumindest Triathleten, schon kennen. Aber kurz möchte ich trotzdem über ihn was sagen. Frederik wurde nämlich als Sohn von den beiden ehemaligen Profi-Triathleten Heike und Harald Funk in den Sport geboren und ist über den Bayern-Kader und den Bundeskader wirklich im Triathlon einfach aufgestiegen und 2016 wurde er dann deutscher Juniorenmeister, 2018 deutscher Meister über die Mitteldistanz und Ende 2018 ist er dem Erdinger Alkoholfreiteam beigetreten und in der Saison 2019 konnte er dann seinen ersten Ironman 70.3 Sieg auf Lanzarote einfahren. Ja, herzlich willkommen. Ja, hi Niklas, vielen Dank für die Einladung zum Podcast und vielen Dank für diese Anmoderation. Ja, sehr gerne. Starten wir doch gleich mal bei der sportlichen Vergangenheit. Ich habe es schon kurz angesprochen, du wurdest in Sport geboren, aber ich denke mal, du kannst es selber am besten erzählen. Ja, genau. Also der Sport-Triathlon wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Meine Eltern machen das jetzt schon seit knapp 30 Jahren. Ich selber war als kleines Kind noch nicht ganz so begeistert von Triathlon selber, habe dann eher mehr Fußball gespielt im lokalen Dorfverein. Und ja, so 2010 hat mich dann das Triathlon-Fieber aber doch gepackt und da habe ich es dann so leistungssportlich begonnen und habe dann auch die Aufnahme in den Bayern-Kader geschafft. Und dann quasi den Weg über Jugend, Junioren, über Deutschland-Cups, dann auch internationale Rennen, Europa-Cups und dann, wie du schon sagtest, dann die großen Erfolge. Irgendwann hatte ich dann meine Stärke auf der, vor allem auf den Windschatten-Verbotsrennen entdeckt. Anfangs so die olympischen Distanzen, so Birozi-Triathlon, Frankfurt-City-Triathlon. Und dann hatte ich eben auch meine Mitteldistanz probiert und hat es halt auch von Anfang an gleich super funktioniert und ja. Seitdem gehe ich da meinen Weg auf die Mitteldistanz, weil ich glaube, dass es so eher meine Stärke ist als die kürzere Sache. Ja, auf jeden Fall. Also sieht man ja auch dann mit Ironman 70.30 jetzt schon mit 22 bist du im Moment, soweit ich weiß. Das ist ja auf jeden Fall eine Ansage. Jetzt würde es mich tatsächlich noch mehr so interessieren, wie bist du da in den Bayern-Kader reingekommen? Was für Rennen hast du dann da bestritten? Was ist das für eine Struktur in dem Bayern- und dem Bundeskader? Damals war das eigentlich so, dass, also da gab es ja diesen Bayern-Cup und im Bayern-Cup, das waren halt mehrere Rennen, ich glaube 4, 5 Rennen oder so und daraus hat sich dann eben immer eine Gesamtwertung ergeben. Und da hatte ich in dieser Serie, war ich dann glaube ich am Ende Zweiter oder habe sogar gewonnen und damals war es so quasi die Quali für den Bayern-Kader, glaube ich, die Top 3 von dieser Serie. Das war quasi, also da war ich noch Schüler A, also älterer Jahrgang Schüler A, als ich da diese eben Top 3 in dieser Serie war und bin dann quasi, als ich Jugend B geworden bin, bin ich dann quasi in den Bayern-Kader reingekommen. Jetzt heute, ich weiß nicht genau, wie das jetzt noch ist mit dieser BTV-Serie, da kenne ich jetzt zu wenig aus, ob es es noch gibt und wie da jetzt die Kriterien sind für den Bayern-Kader, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es hat sich schon einiges verändert seitdem. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß es persönlich auch nicht, weil ich ja eben auch eher auf den längeren Distanzen unterwegs bin bis jetzt. Aber so, was ich sonst mal bei Rennen und so weiter mitgekriegt habe, gibt es auf jeden Fall noch so einen Cup. Und ich denke mal, dass man dann auch über den reinkommt. Und dann im Bayern-Kader hast du dich dann auch einfach, ich glaube, wie lange warst du im Bayern-Kader? Also ich war im Bayern-Kader quasi bis letztes Jahr. Ich meine, es gab halt, also seit Ende 2010 war ich dann drin, bis letztes Jahr, aber auch nur, bin ich jetzt auch nicht mehr im Bayern-Kader, weil ich quasi nicht mehr für die kürzeren Distanzen trainiere und da quasi dann auch keinen Anspruch mehr auf die Förderung da habe. Mhm. Aber es gibt ja noch den U23 Bayern-Kader und es gibt jetzt inzwischen sogar auch einen Elite-Bayern-Kader.
Das heißt, theoretisch, wenn ich noch weiter jetzt die kürzeren Distanzen machen würde, würde ich da jetzt auch immer noch drin sein. Ich meine, im Endeffekt trainiere ich auch noch mit den ganzen Athleten aus dem Bayern-Kader. Jetzt in Nürnberg am Stützpunkt. Ja, genau. Und das heißt, ich war dann ja gut 9 Jahre im Bayern-Kader. Und dann zusätzlich bei der Bundeskader. Ich dachte, man ist quasi erst im Bayern-Kader und wenn man dann eben besser wird, kommt man irgendwann in den Bundeskader. Ja, Bayern-Kader fällt quasi nie weg, da ist man immer drin und dann ist man, kann man da zusätzlich natürlich noch im Bundeskader. Da gibt's ja auch, da hat sich die Struktur ja auch wieder verändert. Inzwischen heißt es ja irgendwie auch so Perspektivkader, Olympiakader und so. Da als ich im Bundeskader war, war das noch DC-Kader und C-Kader. Also C-Kader ist dann quasi der Nationalkader für die Junioren und DC-Kader ist quasi so ein Mittelding zwischen Bayernkader und Nationalkader. Und da war ich, glaube ich, auch dann schon so 4 oder 3, 4 Jahre in dem DC-Kader und dann noch 2 Jahre in dem C-Kader, also dem Nationalkader der Junioren. Ja, klingt doch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann 2016 wurdest du deutscher Juniorenmeister. War das dann auch noch auf den Sprint- oder olympischen Distanzen, oder? Genau, das war auf der Sprintdistanz. Also es war älterer Jahrgang Junioren, dann quasi meine allerletzte deutsche Meisterschaft der Junioren. Und da konnte ich dann gewinnen. Genau, es war in Nürnberg. Ah ja, sogar ein Heimrennen, das ist ja top. Ja, damals habe ich noch nicht in Nürnberg gewohnt. Ach so, Also ja war gut. es danach, na ja, erst genau. Dann war es doch kein Heimrennen. Ja gut, dann 2018 wurdest du schon deutscher Meister auf der Mitteldistanz. Was hat dich dann bewegt dazu, dass du erst ein Mitteldistanzrennen ausprobiert hast? Also ich hatte mich ja Ende 2017 mal bei einem Mitteldistanzrennen der Challenge Sardinien angemeldet. Also hatte zwar keinen Profipass, aber konnte da über Kontakte einen Startplatz in einem Profifeld bekommen und wollte es halt mal ausprobieren, weil es halt eher so Ende der Saison passt halt immer ganz gut, mal was Neues auszuprobieren. Und war dann auch schon alles gebucht und 2 Wochen vorher hatte ich dann einen Radsturz und habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Und dann war es dann erstmal nichts, 2017 mit der Mitteldistanz und ging dann erstmal in die Saisonpause und mit Schlüsselbeinoperation. Und dann hatte ich das quasi mein Mitteldistanzdebüt dann verschoben auf Anfang 2018 bei der Challenge Regione. Und da konnte ich auf Anhieb Dritter werden. Das hat dann, also hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und war dann auch dementsprechend erfolgreich. Und dann hatte ich, eigentlich war der Plan, eben dann eine Mitteldistanz am Anfang der Saison zu machen und dann noch eine Mitteldistanz ganz am Ende der Saison wie. Da hatte ich dann aber halt irgendwie so Blut geleckt, sag ich mal, dass ich mich da eben noch relativ kurzfristig für den Triathlon Ingolstadt angemeldet habe. Dein Mikro ist gerade plötzlich ausgegangen bei Triathlon Ingolstadt angemeldet. Magst du es bitte nochmal wiederholen? Ja, genau. Also hatte ich mich für Triathlon Ingolstadt angemeldet, kurzfristig, was der damals dann auch gleichzeitig die deutsche Meisterschaft über die Mitteldistanz war. Und klar, also muss von vornherein sagen, die Besetzung war jetzt nicht super gut. Also es war jetzt nicht die besten deutschen Mitteldistanz-Triathleten wie Frodeno, Kiele etc. am Start. Deswegen hatte ich von vornherein gesagt, wäre cool, wenn ich da mir den Titel holen würde. Und da hatte ich dann auch einen super Tag und ich konnte mir den Titel holen. Und ja, so hatte ich dann auch irgendwie noch mehr Bock auf die Mitteldistanz bekommen. Und dann hatte ich quasi noch eine dritte Mitteldistanz, die ursprünglich nicht geplant war, eingeschoben. Das war dann Challenge Walchsee, was quasi so ein Heimrennen für mich ist. Das ist so 15 Kilometer hier von meinem Heimatort entfernt, Walchsee, gleich über der österreichischen Grenze. Und genau da war dann Sebastian Kiele am Start und ich konnte da dann Zweiter hinter Sebastian Kiele werden und das
hat mir relativ viel Aufmerksamkeit, sage ich mal, gebracht, da dann natürlich dementsprechend dann auch die Aufmerksamkeit der Medien höher war. Ja, das glaube ich Genau, auf jeden ja. Fall, aber ich meine, zweiter hinter Sebastian Kienle, das ist ja schon auch einfach eine Ansage. Ja, auf jeden Fall ist, ich meine, klar, ich habe jetzt nicht gesagt, ich will hier unbedingt Sebi schlagen. Deswegen war ich damit auf jeden Fall zufrieden. Ja gut, das wäre auch wirklich ein krasses Ziel. Erste Saison, Mitteldistanz, ja, wen schlagen wir? Sebi Kienle, Hawaii-Gewinner, genau. du hattest dann 2018 schon die Profilizenz, klingt so, oder? 2018 war dann quasi das erste Jahr mit der Profilizenz, genau. Und was war da für eine Überlegung dahinter? Also du hättest ja, glaube ich, auch noch im Amateurfeld erstmal dich beweisen können, aber du bist dann ja wirklich schon quasi auf die Mitteldistanz direkt ins Profifeld. Was war da für eine Überlegung dahinter? Ja, eines, also ich hatte schon gedacht, also dass ich eben das Potenzial habe, da auch im Profifeld relativ weit vorne zu landen. Und ich meine, klar, dann einerseits, klar wegen dem Preisgeld, das gibt es natürlich dann als Amateur nicht. Und andererseits, dann würde ich ja dann auch irgendwie anderen Amateuren die Chance auf ein Podium da zerschlagen, wenn ich quasi Eis. Ich bin ja quasi, ich war ja quasi Profi, also ich habe ja neben dem Sport, klar, ich hab noch studiert, aber jetzt auch nicht Vollzeit. Deswegen wollte ich dann schon alles auf eine Karte gleich setzen. Ja gut, das hat dann sich ja auch bewährt. Also das war definitiv die richtige Entscheidung. Genau. 2019 war dann dein erster Sieg bei der 70 beim 70-3 auf Lanzarote. Da waren ja auch große Namen am Start. Also wie lief das denn dann ab? Genau, also Ironman 73 Lanzarote war dann mein, in der Saison mein vorletztes Rennen, Anfang Oktober, also relativ spät. Und da wurde dann einen Tag vorher das Schwimmen abgesagt, leider, weil der Wind ist ja auf Lanzarote eh schon immer ziemlich stark. Und zudem in der ganzen Woche war es dann eben noch stärker und dementsprechend waren die Wellen im Wasser dann ziemlich hoch. Genau, in Lanzarote. Und dann haben die das Rennen quasi in der ersten Wechselzone gestartet. Also jeder sollte dann quasi barfuß, dann so wie er vom Schwimmen kommen würde, zu seinem Wechselbeutel laufen und dann den ersten Wechsel und aufs Rad. Und es war natürlich erstmal ein richtiges Gemetzel, wenn dann da 40 Profimänner gleichzeitig zu ihren Wechselbeutel laufen. Und dementsprechend wild oder Chaos war dann auch waren dann auch die ersten Kilometer auf dem Rad, bis sich das Feld mal ein bisschen zerteilt hat. Ich meine, man muss ja immer noch die Windschattenregeln befolgen. Und ja, bei dem Wind dort sei Dank, dass sich das dann auch eben relativ schnell zerteilt hat und vorne dann so eine Gruppe von, glaube am Anfang noch 8 Leuten und dann nach der Hälfte dann nur noch 6 Leute mit mir dann auch wegfahren konnte. Und ja, die Strecke dann Lanzarote, die ist richtig anspruchsvoll. Einerseits wegen des Windes und andererseits hat es, glaube ich, auch 1200 Höhenmeter auf 90 Kilometer. Und ja, ich konnte dann in der zweiten Runde, also es war so eine große 60 Kilometer Runde und dann noch eine kleine Runde mit 30 Kilometern, konnte ich dann eine kleine Lücke fahren. Und als ich das gesehen habe, habe ich dann natürlich auch was Motivation dann nochmal extra drauf gedrückt und konnte dann, glaube ich, knapp 2 Minuten in die zweite Wechselzone mitnehmen. Und mein Vater war auch auf der Strecke, deswegen wusste ich halt auch nie von außen, wie viel Vorsprung ich eigentlich habe auf die Verfolger. Und die Laufstrecke war jetzt auch so eine eigentlich relativ anspruchsvolle 5 Kilometer Runde. Und du hast zu keinem Zeitpunkt auch irgendwie deinen Verfolger gesehen, weil es war halt kein Wendepunkt, sondern nur so eine Runde. Und ich wusste halt wirklich nie, ob die jetzt näher kommen, ob ich jetzt irgendwie wieder was noch was rauslaufe. Also ich musste quasi die ganze Zeit Vollgas geben, so gut es ging. Und konnte aber den ersten Platz dann, glaube ich, mit
knapp 1,5 Minuten Vorsprung vor Peter Hemerick dann ins Ziel retten und dann meinen ersten Ironman 73 gewinnen. Naja, ein Ziel retten würde ich ja fast nicht sagen, wenn du vom Radl runter bist und 2 Minuten hattest und dann 1,5 noch ins Ziel, war ja dann recht souverän zu Ende gebracht, auch wenn es sich wahrscheinlich nicht so angefühlt hat, wenn Ja, man genau. gar nicht Also weiß, wo die. ich wusste eben zu keinem Zeitpunkt. Das war dann schon so ein Jagdgefühl. Ja, das glaube ich. Also gerade wenn man gar nichts weiß, ich meine, in Erding hast du ja jetzt auch letztes Jahr dann das Rennen mitgemacht. Da hat man ja auch eigentlich keinen Wendepunkt auf der Laufstrecke, aber da war es bei dir wahrscheinlich schon so eindeutig, dass du keine Angst mehr hattest, eingeholt zu werden. Und das ist wahrscheinlich ein anderes Gefühl, oder? Ja, ich meine, gut, Erding war halt auch so nochmal so ein anderer Stellenwert. Also ich ja, es war schon so ein Trainingsrennen, sage ich mal, für mich. Klar habe ich da natürlich das Beste aus mir rausgeholt und war wahrscheinlich sogar eine meiner besten olympischen Distanzen, die ich bis dato dann auf jeden Fall auch gehabt habe. Also hatte ich schon eine ziemlich starke Performance und da hatte ich auf dem Rad schon gesehen auch, dass ich schon relativ großen Vorsprung habe und dementsprechend hatte ich dann beim Laufen dann auch nicht mehr das Gefühl, dass mich da jetzt bald jemand einholen würde. Ja gut, stimmt. Da hat man ja beim Radeln dann die Wendepunktstrecke. Das sieht man es ja dann ziemlich gut. Ich habe gerade nur an die Laufstrecke gedacht und da sieht man nicht besonders viel. Naja, jetzt bist du ja eben noch ziemlich jung, hast zwar schon viele Jahre sportliche Vergangenheit, aber du hast noch große Ziele. Ich weiß, dass du das Ziel hast, Hawaii zu gewinnen. Wie schauen denn die Ziele bei dir in den nächsten Jahren aus? Also jetzt, für die Saison 2020, sage ich mal, wären meine Ziele weitere Siege auf Mitteldistanzen wie Challenge oder Ironman 73 und Top 10 bei der Ironman 73 wären wir in Neuseeland gewesen. Ist jetzt die Frage, inwiefern ich das jetzt dieses Jahr noch erfüllen kann. Und ja, ansonsten ändert sich das auch nicht groß für die nächsten Jahre. Also ich bleibe erstmal schon noch eine Zeit auf jeden Fall auf der Mitteldistanz. Versucht dann auch das Maximale rauszuholen und eventuell in ein paar Jahren vielleicht auf jeden Fall ein Favorit fürs Podium bei einer Ironman 73 WM zu sein. Und dann geht es natürlich auch irgendwann mal auf die Langdistanz, aber wann das genau sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und klar, das langfristig große Ziel, wofür ich halt jeden Tag dann auch arbeite und was mich eben motiviert, ist dann ein Sieg beim Ironman Hawaii. Jetzt hast du gerade sogar Abmelden angesprochen. Ich hatte eigentlich gar nicht bei dir gedacht, das Thema anzusprechen. Du hast es vorher nur schon angesprochen. Du hast außer dem Studium nicht mehr viel gemacht, 2017 schon. Du bist dann wirklich Vollzeit als Profi und kannst dir das auch durch Sponsoren komplett finanzieren, oder? Genau, also inzwischen bin ich eingeschrieben, also oder mache schon auch pro Semester immer ein paar Prüfungen. Das ist so eine Studie für Spitzensportler in Ansbach, International Management. Aber das ist so strukturiert, dass man sich eigentlich voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann. Und genau, ich dann eben schon ab und zu mal mich auch hinsetzen muss und was lernen und dann eben auch in die Uni für eine Prüfung. Aber auf jeden Fall nicht so wie nicht zu vergleichen mit einem Vollzeitstudium. Ja, klingt auf jeden Fall so. Und wenn es gerade für Sportler sogar ausgelegt ist, ist es wahrscheinlich auch so, dass man dann in der Off-Season oder so eher ein bisschen mehr machen kann und wenn Rennen sind, sich dann wirklich Genau. auf die Rennen fokussieren kann. Ja, Ja, genau. dann kann man es wirklich als absoluter Vollzeitprofi ansehen, was du machst. Du bist jetzt schon seit Kindesbeinen wirklich ja im Sport. Also du hast es angesprochen, seit 2010 dann im Triathlon. Das heißt, du hast inzwischen schon 10 Trainingsjahre und denkst du persönlich, du hast ja jetzt einen Vorteil, zum Beispiel zu einem Jan Frodeno, der erst in einem höheren Alter begonnen hat. Also soll jetzt nicht irgendwie arrogant oder irgendwas klingen, wenn du da sagst, du hast einen Vorteil. Aber nehmen wir einfach mal eine Person, die erst im Alter von 17, 18 Jahren startet. Ja, ist natürlich schwierig zu sagen. Also, ich meine, gut, Frodeno ist halt jetzt auch nicht von ganz null angefangen. Der war ja davor auch schon schwimmen und sportlich sehr aktiv. Und ich meine, das, was ich jetzt in meinen Jugend-Juniorenjahren gemacht habe, waren jetzt auch nicht
1000 Kilometer schwimmen, 15.000 Kilometer Rad und 3000 Kilometer laufen im Jahr. Da habe ich natürlich auch alles erstmal aufgebaut und am Anfang meiner Triathlon-Jahre eher deutlich weniger trainiert. Und ja, ist auf jeden Fall schwierig zu sagen, ob ich da jetzt einen Vorteil habe. Es kann schon sein, dass ich irgendwann es eher schaffen werde, auf das Niveau zu kommen, was auch Jan Frodeno jetzt hat, jetzt natürlich auch ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Allerdings ist es ja jetzt inzwischen so, dass das Niveau allgemein natürlich immer weiter steigt. Das heißt, irgendwann wird das Niveau, was Jan Frodeno jetzt hat, auch nicht mehr genug sein, weil das halt dann auch irgendwie viele haben. Und dementsprechend muss man irgendwie noch besser sein. Und das ist halt dann wieder was anderes. Ja, auf jeden Fall. Du machst den Sport ja, wie schon gesagt, wirklich schon sehr, sehr lange, und hast, denke ich mal, dann sicherlich auch ab und zu mal eher nicht so viel Motivation an einem Tag. Aber was hält dich wirklich langfristig motiviert? Also du hast schon vorher recht viel mit Zielen angesprochen. Ich denke mal, das ist definitiv ein großer Teil. Ja, genau. Auf jeden Fall. Also einfach der Gedanke, dass man irgendwann mal der beste Triathlet der Welt sein will, ist auf jeden Fall schon Motivation genug. Aber abgesehen davon macht es auch einfach Spaß, eben jeden Tag ans Limit zu gehen oder nicht jeden Tag ans Limit, aber halt jeden Tag irgendwie das Beste aus sich rauszuholen und am Ende des Tages sagen zu können, ja, jetzt bin ich ein besserer Athlet, wie bin ich jetzt, als ich heute früh aufgestanden bin. Und einfach quasi das Gefühl, besser zu werden. Und irgendwie ein Jahr später dann deutlich besser zu sein als im Jahr davor, das ist auch eine unglaubliche Motivation, auch jetzt ohne die Wettkämpfe. Ja, das wollte ich jetzt gerade als nächstes ansprechen, aber klingt so, als ob du jetzt auch im Moment absolut top motiviert bist und dir eben jetzt ist im Moment eine Phase, wo du keine Wettkämpfe hast. Du hast es schon angesprochen, dass du dir eben jetzt auch im Moment einfach das Ziel setzt, als besserer oder ein besserer Athlet zu werden und dann in einem Jahr einfach besser zu sein. Hast du dir jetzt bewusst andere Ziele gesteckt oder reicht die Motivation einfach so zu sehen? Ich möchte ein besserer Athlet werden. Im Moment reicht es auf jeden Fall für mich, zumindest. Mir macht es irgendwie Spaß, da jetzt so einen strukturierten Trainingsplan zu haben und den einfach Woche für Woche abzuarbeiten und dann schauen, was dabei rauskommt am Ende von dieser Corona-Phase, sage ich jetzt mal. Und irgendwann kommt dann auch wieder der Zeitpunkt, bei dem man es dann bei den Wettkämpfen eben beweisen kann. Und ja, und abgesehen davon gibt es ja dann noch jetzt inzwischen diese virtuellen Rennen, wie jetzt so diese Zwift Races, wo ich jetzt auch schon mal eins mitgemacht habe. Und da hat man ja trotzdem irgendwie noch so ein Wettkampfgefühl. Wie schaut dann im Moment dein Training aus? Ist es dann im Moment auch so ein bisschen auf die Swift Races ausgelegt oder ist es dann mehr Schwächen oder geht es eigentlich so weiter, als ob Wettkämpfe zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder losgehen? Nee, es ist im Moment eher darauf ausgelegt, eben genau an den Schwächen zu arbeiten. Also ich trainiere jetzt nicht extra für diese Zwift-Rennen, die sind dann eher das ist so für einen Spaßfaktor gedacht und so als kleine Abwechslung im Training. Und ja, im Endeffekt trainiere ich jetzt so, wie man jetzt November, Dezember, Januar trainieren würde, wenn es eben auch noch ein paar Monate bis zu den ersten Wettkämpfen sind. Also ich hatte jetzt einen Block, wo ich eben viel an meiner VO2 Max gearbeitet habe und insgesamt einfach an der Belastungsverträglichkeit. Genau, und das kommt dann bald der nächste Block. Was genau wird da jetzt dann machen, weiß ich noch nicht. Geht ihr dann im Moment von Wettkämpfen dieses Jahr noch aus oder bist du dann eher auf nächstes Jahr fokussiert oder ist es eigentlich für dich im Moment relativ egal? Also wir gehen jetzt schon noch davon aus, dass jetzt dieses Jahr noch Wettkämpfe stattfinden werden. Aber ja, also ich hoffe es natürlich auch. Also ganz egal ist es mir nicht. Ich hätte schon Lust, das irgendwie dieses Jahr noch so allein für die Sponsoren einfach nochmal zu zeigen. Aber ja, ich bin im Moment auch leider nicht mehr so optimistisch, dass irgendwie noch eine ganz normale Ironman 73 WM stattfinden kann.
Also ich denke eher, dass so vielleicht schon noch so ein paar Ironman 73 und Challenge-Rennen und auch viele kleinere Rennen auf jeden Fall noch stattfinden werden. Aber so WM wird schon eher schwer, weil halt jetzt eben auch die ganzen Qualifikationswettkämpfe wegfallen und es eben dann keine Möglichkeiten mehr gibt, sich dafür überhaupt zu qualifizieren. Und es ist halt die Frage, was für eine Lösung Ironman dafür finden wird. Ich meine, dasselbe gilt natürlich auch für Ironman Hawaii. Und ist die Frage, wie die das dann machen, dass das dann noch stattfinden kann oder sie müssen es eben dieses Jahr ausfallen lassen. Ja, das ist auf jeden Fall, also Rennen können noch eher stattfinden als so eine 73 WM wegen den Qualifikationsmöglichkeiten oder eben Hawaii. Aber ich würde schon, also ich persönlich würde schon hoffen, dass so eine 73 WM noch recht normal stattfinden kann. Wie lange kann Hoffen man tue ich es sich auf jeden dafür Fall auch, ja. qualifizieren? Also offiziell ist für, glaube ich, für die 73 WM Ende Juli schon der Cut. Ach so, okay, Und für Hawaii geht es jetzt noch ein bisschen länger, ich glaube im August. hat sich da gar nichts verändert an der 73 WM, weil sie jetzt im November ist. Ich habe das nicht. Ja, dieses Jahr ist halt dieses Jahr im November, aber nächstes Jahr ist sie da, ich weiß gar nicht, wann sie nächstes Jahr ist, aber ich glaube wieder vor Hawaii. Ja, im Normalfall schon. Ich weiß es persönlich jetzt auch nicht. Ja, dann wird es spannend. Also ich meine, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, da am Ende vom Jahr noch recht viele Rennen im September, Oktober reinzumachen, dann wird es definitiv Sinn machen, gerade für die 73 WM da die Qualifikation nochmal zu öffnen. Aber Ja. also ich denke mal, dass es bei der 73 WM mehr Möglichkeiten gibt für eine gute Qualifikationsmöglichkeit, als jetzt für einen Ironman Hawaii, wo dann wirklich eher wenige Wochen davor dann noch Rennen stattfinden können. Ja, das auf Aber jeden wir Fall. Vor allem müssen dann alle Profis ja dann irgendwie in den Monaten vor Hawaii noch ein Ironman machen, wo sie ja also normalerweise sich schon für Hawaii vorbereiten würden. Ja, genau, also betrifft ja also Profis ganz genauso wie Age-Grouper. Ja, Also klar. man sieht es jetzt in den Altersklassen. Ich habe bei mir mal reingeschaut, beziehungsweise das im Podcast vom Triathlon-Magazin gehört, dass im Moment 10 oder 11 Leute in der Altersklasse 18 bis 24 für den Ironman Hawaii qualifiziert sind und bis Ende Juni sind mindestens keine Rennen. Mal schauen, was dann irgendwann unter strengen Auflagen wieder möglich ist. Aber genau da wird die Qualifikation, also da werden nicht mehr viele Leute dazukommen. Und ich meine, anders schaut es auch nicht in anderen Altersklassen oder eben bei den Profis aus. Ja. Jetzt dann Ende 2018 bist du ins Erdinger Perspektivteam gekommen und darüber hattest du dann die Möglichkeit, zu Trainingslagern und so weiter mit Athleten wie Patrick Lange, Andi Dreiz oder Daniela Bleimehl zu fahren. Welchen Nutzen hattest du denn dadurch, dass du mit solchen Leuten eben trainieren konntest oder kannst? Also Nutzen würde ich es jetzt, ne gut, ich meine, klar, man lernt schon einiges von denen, was die so sonieren, was die so essen, sage ich mal, was einfach was sie für Typen sind. Und ich sag mal, das ist halt das Coolste eigentlich dabei ist, dass man sich eben mit den Leuten eben anfreundet, die einfach persönlich kennenlernt. Und klar, ich habe auf jeden Fall mega Respekt vor all meinen Teamkollegen und es ist schon cool, dass auch ich einige von denen auch jetzt zu meinen Freunden zählen kann. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Hast du persönlich auch wirkliche Vorbilder im Sport? Ja, schon. Also ich würde mal sagen, einerseits Jan Frodeno. Ich meine, nicht nur sportlich, sondern einfach auch das professionelle Auftreten ist einfach immer wieder erstaunlich. Auch einfach, wie viel Aufmerksamkeit er zum Beispiel auf seinen Indoor-Ironman da ziehen konnte. Und es ist schon einfach extrem professionell, wie der sich eben verhält, sag ich mal. Und das ist auf jeden Fall, sag ich mal, mein größtes Vorbild. Und abgesehen davon gibt es schon auch ein paar andere Athleten, die ich auf jeden Fall so, auf jeden Fall würde ich mal sagen, mega cool finde, wie zum Beispiel Cameron Wurf, Lionel Sanders oder inzwischen bin ich auch ziemlicher Fan von Cody Beals geworden. Einfach weil ich den Typen einfach irgendwie mega cool finde, mega sympathisch und authentisch und der auch
außerdem sehr transparent mit seinen Daten umgeht. Und sowas finde ich bei Profiathleten immer sehr sympathisch, wenn die eben transparent mit ihren Daten umgehen. Das macht einfach glaubwürdig und deswegen mache ich das selber ja auch auf Strava. Ja, ich finde das bei Cody Beals auch extrem cool, dass der wirklich nicht nur seine Trainingsdaten und so weiter veröffentlicht, was super interessant ist, sondern Mhm, ja, der hat genau, seit ja. 2015 dürfte das sein, über jedes Trainingsjahr, über jedes Wettkampfjahr wirklich seine Triathlon-Einnahmen und Ausgaben und alles aufgelistet. Genau hier durch Sponsoren habe ich so viel bekommen, durch Preisgelder so viel und das ist wirklich in einem großen Blog mit Übersicht über das Jahr ist echt super interessant geschrieben. Also wer das nicht kennt, ist auch von mir eine klare Leseempfehlung. Und der Ja, ist mir auch super ja. sympathisch, das stimmt. Eigentlich hatte ich dich tatsächlich eingeladen, um mehr über das Thema Sponsoren zu sprechen, weil ich es bei dir wirklich beeindruckend finde, dass du in deinem jungen Alter eben schon Sponsoren wie Cube, Erdinger Alkoholfrei, Swisside, Club La Santa, Hoop, Oakley und so weiter als Sponsoren zählen kannst. Aber du hast mir dann geschrieben, dass du seit 1,5 Jahren deine Sponsoren abgegeben hast, also das Thema rund um Sponsorings. Und in dem vergangenen Podcast mit Andreas Klar habe ich auch über dieses Thema gesprochen und er hat ganz klar davon abgeraten, seine Sponsorings und so weiter abzugeben, weil die Agenturen und so weiter, die sowas machen, einfach die Leidenschaft, die man selber für den Sport hat, nicht so gut weitergeben kann. Jetzt würde mich da einfach mal deine Meinung dazu interessieren. So kann man sich einfach auch eine eigene Meinung bilden. Warum hast du deine Sponsoren deine Sponsorings abgegeben und wie siehst du das mit der Leidenschaft, die ich jetzt angesprochen habe? Ja, also genau seit knapp 1,5 Jahren macht es für mich Zibi Slufcic. Der ist der CEO von Challenge Family und wir haben uns kennengelernt bei meinem Rennen gegen Sebastian Kiele, Challenge Walchsee. Da ist er danach eben auf mich zugekommen und hat gefragt, hey, hast du eigentlich schon jemanden, der dir da unter die Arme greift mit Sponsoring und er würde das gerne für mich machen und eigentlich war ich da gleich interessiert und dann haben wir das eben auch so gemacht und inzwischen sind wir auch richtig gute Kumpels geworden und verstehen es auch richtig gut. Er selber, also ist jetzt keine Agentur, ist quasi, er selber macht es als Privatperson und der Grund, wieso ich das gemacht habe, ist einerseits, weil Zibi extrem verknüpft ist, also der hat wirklich Kontakte zu der ganzen Welt. Das ist Kontakte ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste bei Sponsoring-Suche und Anfragen. Ist einfach immer besser, wenn man die Leute persönlich kennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt. Das ist, hilft einfach immer extrem. Genau, und er selber würde sich jetzt auch nicht wirklich als Manager bezeichnen, sagt er auch immer, sondern mehr so als Mentor und Karrierebegleiter. Es ist auch so, dass es klar, er macht die ganzen Verhandlungen und so, aber am Ende entscheidet natürlich immer noch ich, ob ich jetzt den Sponsor haben will oder nicht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich das wirklich 100% in seine Hände gebe und mich das gar nicht interessiert. Also die Leidenschaft geht dadurch auf jeden Fall nicht verloren, sage ich mal. Und ich will, also bis jetzt hat sich's auf jeden Fall richtig gelohnt. Hat schon einige sehr gute Verträge für mich rausgehandelt, wie du auch schon von ein paar, also konntest du auch schon einige Sponsoren nennen von mir. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Genau. Also, Wie es schaut ist auf es? jeden Fall, ja. Ich wollte jetzt fragen, wie das im Praktischen dann bei dir ausschaut. Also geht dann der, ich kann den Namen, muss ich sagen, nicht aussprechen, auf Zivi. die Firmen zu oder
kommen die Firmen auf euch zu und er beantwortet dann die Mails und du kümmerst dich dann am Ende so ein bisschen, nickst es noch ab oder sagst, nee, da und da wäre vielleicht eine Änderung gut oder mit der Firma geht gar nicht. Wie schaut es so aus? Beides. Also jetzt sind schon einige Firmen natürlich auf mich zugekommen und die habe ich dann meistens dann eben erstmal an Zivi weitergeleitet und ihn gefragt, so wie schaut's aus, so ist macht es Sinn und dann hat er natürlich hingeschrieben und klar verhandelt und genau auf der anderen Seite hat er natürlich auch einige Firmen angefragt. Also ist beides so. Wie ist es dann bekommt, also jetzt aus reinem Interesse für jetzt junge Sportler, bekommt der einen Prozentsatz von den Sponsoring-Einnahmen oder gibt es dann einen bestimmten Betrag, jetzt einfach nur in deinem Fall? Ja, genau, ein gewisser Prozentsatz von den Einnahmen der Sponsoren. Also da gibt es ja dann immer auch so Fixum und dann eben auch die Prämien und davon bekommt er dann ein paar Prozente, genau. Ja, das ist halt wahrscheinlich auch für dich super, weil du damit einfach kein Risiko trägst, mit irgendwelchen dauerhaften hohen Ausgaben, auch wenn jetzt zum Beispiel wegen Corona dann Sponsoren wegfallen würden, weil können einfach keine Sponsorings mehr tragen. Was ich vorher noch sagen würde, als Grund, wieso ich mir auch noch einen Manager geholt habe. Und zwar da wusste ich am klar, ich war jetzt ganz am Anfang von meiner Karriere, wusste ich halt auch noch nicht um meinen Marktwert. Und das ist, finde ich, auch schon sehr gut, wenn man zumindest jemanden von außen sich holt, der da auf jeden Fall Ahnung in dem Business hat und der da eben weiß, was ein Athlet meines Kalibers jetzt eben wert ist. Der kann dann auch ganz anders mit den Sponsoren verhandeln. Ich würde zum Beispiel sagen, so, also ich meine, ich hätte fast zu allem ja, nehme ich gesagt, ohne da irgendwie zu verhandeln, weil das quasi schon gut genug für mich gewesen wäre. Und Sibi würde da zum Beispiel dann eben sagen, nee, das ist eben noch nicht genug. Ich bin, sag ich mal, viel mehr wert. Und dementsprechend war das auf jeden Fall vor allem am Anfang sehr, sehr gut, jemanden zu haben, der um meinen Marktwert da eben Bescheid weiß. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, also jetzt eben die Punkte, die du ansprichst, und gerade wenn man sich eben deine Sponsoren anschaut, ist es ja extrem erfolgreich, was ihr macht. Ich fand nur die Punkte, die der Andreas klar gesagt hat, auch wirklich extrem gut. Da könnte man wahrscheinlich auch einfach eine gute Mischung draus machen, dass man sich mehr einen Mentor besorgt, der, also ich meine, ist jetzt einfach nur eine persönliche Idee, eine Anregung, alle Hörer, soll jetzt nicht bei dir irgendeine Änderung sein, nur einfach jetzt mal mein persönliches Fazit aus den beiden. Dass man sich eben einen Mentor dazu holt, der eben über so Marktwert und so weiter Bescheid weiß. Und vielleicht auch in der Gruppe dann auf so einen Sponsor zugeht, dass man das auch einfach selber mit der Zeit lernt. Aber das sind, also ist jetzt nur mein persönlicher Gedanke, das kann jeder definitiv so machen, wie er will. Und bei dir ist es ja auch so definitiv sehr, sehr erfolgreich. Wie ist es dann bei dir? Du hast schon angesprochen, persönliche Kontakte sind A und O bei Sponsorings. Kommen dann die Kontakte meistens über dich oder jetzt auch übers Erdinger Team oder über dann eben den Sebi? Also meist jetzt von Sponsoring auf jeden Fall hauptsächlich über Zivi. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange in dem Geschäft. Also ich baue natürlich jetzt auch über die Jahre Kontakte auf, lerne die Leute kennen. Und Zivi ist halt jetzt schon, ich glaube, über 30 Jahren in dem Geschäft und der kennt dann natürlich zig Leute. Der kennt wahrscheinlich in jeder Firma, die was mit Trier am Hut hat, mindestens eine Person. Deswegen kommt es da hauptsächlich noch über ihn. Ja, aber das klingt auch sehr gut. Wie ist es bei dem Cebi? Ist der, also macht der sowas schon länger für Athleten oder ist es jetzt für dich ein Sonderfall, weil er ist ja eben sonst Challenge Family CEO, wie du schon gesagt hast? Ja, der hat es auch schon für die Rellert Brothers, also Andi und Michael Rellert, gemacht, für Andreas Dreiz.
für Andreas Birnbacher, der Biathlet. Also er selber kommt nämlich auch ganz ursprünglich vom Biathlon. Und er hat auch schon mit Athleten wie Haile Gebrselassie auch zusammengearbeitet tatsächlich. Ja, da hat er dann auf jeden Fall über die Jahre schon ganz schön Erfahrung gesammelt. Weißt du das jetzt zufällig, wenn halt jetzt Hörer Interesse hätten, ob der denn im Moment, wenn man auf ihn zugeht, da noch Plätze frei hätte? Das weiß ich jetzt genau, weil weiß ich jetzt nicht genau, weil also ich weiß, dass er im Moment auf jeden Fall ziemlich eingespannt ist, weil es jetzt auch noch eben Nationaltrainer von der Biathlon Junioren vom Biathlon Juniorenkader in vom Biathlon Junioren Nationalkader in Deutschland ist er eben quasi der Coach und da ist er gerade ziemlich angespannt, dann eben auch mit Challenge Family CEO und das Geschäft versucht er so, hat er quasi eigentlich schon übergeben, mehr oder weniger, und er ist eigentlich nur noch repräsentativ zuständig, aber im Moment durch die ganze Corona-Krise ist er da doch noch sehr, sehr eingespannt. Und ja, also ich glaube, ich bin auf jeden Fall im Moment der einzige Athlet, den er da so hilft, sag ich mal. Ja, ist ja dann auch einfach mit einer Mail, findet man sowas wahrscheinlich raus. Aber war jetzt auf jeden Fall ganz gut die Info, dass es eben bei ihm wahrscheinlich im Moment eher blöd ist, aber man kann ja einfach mal fragen oder man kann ja eben auch, es gibt sicher auch andere Leute, die schon viele Jahre im Sport sind und sowas sehr, sehr gut machen, dann auf diese Leute zugehen. Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Was macht denn für dich eine erfolgreiche Partnerschaft mit Sponsoren aus? Auf jeden Fall das Wichtigste finde ich immer, dass es authentisch ist. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich von irgendeiner Marke gesponsert werde, von der ich jetzt nichts halte. Dann könnte ich es auch nicht auf Social Media authentisch eben rüberbringen. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann ist schon mal das Wichtigste auf jeden Fall geschafft. Und klar, dann lernt man die Leute, die für die Sponsoren eben arbeiten, eben auch persönlich kennen. Man findet einfach so eine gewisse Nähe zu der Marke. Fühlt sich, ich finde, wenn man sich da einfach, wenn man sich da wohlfühlt, eben wenn man mit dem Produkt zufrieden ist, dann ist es eigentlich schon das Wichtigste. Ja, klingt auf jeden Fall so. Was machst du denn bewusst für die Sponsoren jetzt? Also Social Media bist du ziemlich aktiv, teilst auch recht häufig also etwas über Sponsoren bei den Rennen natürlich auch, aber was gibt es da noch zusätzlich, was du im Moment aktiv machst? Nein, Wichtigste ist auf jeden Fall Social Media. Ich sag mal, das sind so 90% von dem, was man als Athlet zurückgeben muss, sag ich mal. Und die anderen 10% sind dann eben sowas wie Sponsorentermine, wie zum Beispiel irgendwelche Fotoshootings oder eben zum Beispiel jetzt bei Cube gibt es dann eben die Dealer Days, wo wir dann eben als Athleten Guide für die Händler machen müssen, beziehungsweise machen dürfen. Das sind wir dann, waren wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel 5 Tage in Spanien und haben dann eben quasi Radtouren geführt. Und es sind quasi so ein paar Sachen, oder man kann auch dann eben zu Events an der Messe auf der Messe für die Sponsoren arbeiten. Da gibt es auch immer die Möglichkeit. Meistens ist es vertraglich irgendwie abgestimmt, wie viele Tage der Sponsor quasi auf jemanden Anspruch hat. Wie ist es dann? Du hast jetzt gerade gesagt, dass du Sponsoren wirklich 90% davon ansehen würdest. Kommt mir persönlich sehr hochgewichtet vor. Warum siehst du die Sponsorenarbeit über Social Media so extrem als extrem wichtig an?
ist halt, es geht halt darum, eben den, ich meine, deswegen wird man ja gesponsert, weil man eben den die Marke repräsentieren soll. Ich meine, das ist ja quasi eigentlich der Hauptgrund. Und es geht natürlich über hauptsächlich einfach über Social Media. Und klar, also Wettkämpfe zählen natürlich da auch dazu, aber meistens bekommt man von den Wettkämpfen, bekommen Leute von den Wettkämpfen dann auch, wenn sie nicht gerade am Streckenrand stehen, auch über Social Media mit. Und ich würde schon sagen, also dass das so das A und O ist, einfach die Marke zu repräsentieren allgemein. Das Ja, ich meine ich glaube, so damit. mir kommt es gerade gar nicht so vor, als ob du wirklich mit Social Media meinst, sondern generell alle Medienarbeit, also Ja, dann halt auch mal das Interviews meine ich und ja. so, wo Ja, man dann präsent genau. ist. Genau, das hat mich jetzt eben ein bisschen gewundert, aber wenn du unter dem Begriff quasi alles einfach siehst, dann macht es natürlich Sinn. Also dieses Repräsentieren, das ist ja das, wofür du, also das ist ja grundsätzlich immer das, wofür du von der Marke gesponsert wirst. Was würdest du denn jungen Athleten auf den Weg mitgeben? Sportlichen Thema ist jetzt. Wie bitte? Meinst du sportlich gesehen? Gern beides. Also ich habe es jetzt eigentlich sportlich gesehen gemeint, aber generell auch in Bezug auf Sponsoren ist es sicher auch interessant. So, bin ich Jetzt wieder bist du hier. wieder da. Passt. Genau, also ich habe jetzt gesagt, ich habe es eigentlich sportlich gesehen gemeint, aber es sind sicher auch in Sachen Sponsoring Dinge, die du jungen Athleten mit auf den Weg geben kannst. Deswegen einfach mal beide Themen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, das Allerwichtigste ist Geduld. Muss ich mir auch selber immer noch sagen. Ich bin jetzt auch noch, will mich auch noch als jungen Athleten zählen. Und ja, genau, also einfach geduldig bleiben, nicht zu früh zu viel trainieren und ja, einfach dranbleiben, Spaß haben. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Wenn man, ich glaube, wenn man Spaß an der Sache hat und dranbleibt, dann kommen irgendwann auch einfach die Leistung von selber und mit der Leistung kommen dann auch eben die Erfolge. Mit den Erfolgen kommen dann auch irgendwann die Sponsoren. Also ich denke, sowas muss sich alles eigentlich ergeben und man sollte da nichts erzwingen. Und jetzt noch in sponsorentechnisch, also von mir aus auch gern eben dann eher, wenn man schon einen Tick weiter in der Karriere ist, als ich es jetzt bin. Also bei mir ist ja auch nicht der Plan, dass ich auf dem jetzigen sportlichen Niveau bleibe, sondern eben da ist auch Hawaii ganz klar als Sieger das Ziel. Wie schaut es da aus? Also wie auch schon gesagt, sponsorentechnisch will ich da jetzt auch nicht groß eben, also jetzt nicht irgendwie einfach überall anfragen. Und ich glaube, wenn man da irgendwie dran bleibt und dann eben seine irgendwie vielleicht ein paar wenige Partner findet, die einfach gut repräsentiert. Und dann kommen auch von alleine da irgendwann die nächsten, eventuell auch größere Sponsoren dazu, wenn dann auch noch größere Erfolge kommen, sage ich mal. Ja, dann vielen Dank. Jetzt noch ein ganz anderes Thema. Darauf habe ich dich im Vorhinein noch angeschrieben, nämlich das Thema Nutrition. Du hast persönlich Powerbar als Sponsor, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg. Bei mir ist es so, ich bin im Moment noch auf der Suche für einen Ironman beziehungsweise dann Mitteldistanzen für die richtige Ernährungsstrategie. Mein Magen ist relativ empfindlich, das heißt, ich komme auch beim Laufen mit den normalen Gels nicht top klar. Jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie das denn bei dir im Rennen dann mit der Ernährung ausschaut. Auch gerne eben, weil es ja immer bei den Rennen, bei den Ironman-Rennen zumindest selber Enerfit-Produkte gibt, wie du das mit eben deinen Produkten von Powerbar, mit denen du super klarkommst, handhabst. Also, ich benutze auf jeden Fall nur ausschließlich meine Produkte. Also ich benutze es nie irgendwie im Wettkampf dann irgendwelche, also die Produkte der Verpflegungsstation, es sei denn, da ist Powerbar. Dann ist es teilweise schon so, dass ich mir beim Laufen das Gewicht spare und dann eher das Gel von der Verpflegungsstation nehme.
Aber ich kann einfach mal kurz sagen, wie es so meine Ernährungsstrategie ist. Also ich mache da jetzt auch nicht, auch kein Geheimnis drum, weil es eh sehr individuell ist. Also ich nehme meistens so eben kurz vorm Start schon mal ein Gel. Dann also ich habe beim Radfahren, habe ich in meiner Radflasche 8 Gels mit Wasser verdünnt. Die Gels sind allerdings keine Koffeingels. Also Mitteldistanz ist Und es jetzt, oder? genau, mit Mitteldistanz, ja. Und quasi ist es dann so eine 500 ml Flasche mit 8 Gels. Und und dann vorne, also die habe ich quasi als die Aeroflasche unten und vorne die Flasche, wo ich quasi immer gut hinkomme, ist quasi die für den Durst, sage ich mal, gedacht ist. Da habe ich dann Wasser, eventuell mit ein bisschen Iso verdünnt drin. Die fülle ich dann auch meistens bei der Verpflegungsstation einfach mit Wasser auf. Und ansonsten trinke ich eben diese Gelflasche von unten, trinke ich halt über die 90 Kilometer einfach gut verteilt aus bis zum Ende. Und dann beim Laufen auf dem Halbmarathon nehme ich so ungefähr 3 Gels verteilt, auch über die ganze Distanz. Und zusätzlich meistens dann auch noch Cola von der Verpflegungsstation, weil Cola finde ich immer so eigentlich ganz gut hilft. Bei den Gels beim Laufen ist es dann mit Koffein oder nimmst du da diese Liquid-Gels oder Genau, die Gels? beim Laufen habe ich Koffeingels dann, weil ich sowieso, sag ich mal, ein Coffee-Junkie bin. Deswegen brauche ich da schon, da bin ich ja dann schon Schwimmen und Radfahren ohne Koffein unterwegs. Das heißt, spätestens beim Laufen brauche ich dann mein Koffein. Ja, auf jeden Fall. Die Gels, die du da zu dir nimmst, sind es diese ganz normalen oder sind es diese Liquid Gels? Also wie gesagt, beim Radfahren habe ich das eh mit Wasser verdünnt, in einer 500 ml Flasche. Und beim Laufen war es bis jetzt unterschiedlich. Da hatte ich manchmal, ich glaube, das einzige, genau, es gibt, glaube ich, zwei Liquid Gels vom Powerbar mit Koffein. Das ist einmal das Cola. Das hat allerdings, finde ich, schon wieder zu viel Koffein, deswegen nehme ich das nicht. Und das andere ist das Cherry. Das hatte ich bis jetzt, glaube ich, einmal genommen, aber ansonsten nehme ich da die ganz normalen Gels. Okay, und die dann die ganz normalen halt mit Koffein. Ja, genau. Und das spüle ich dann halt bei der Verpflegungsstation dann auch wieder einfach mit Wasser runter. Die Gels, nimmst du die dann zum Laufen hin gleich aus der Wechselzone mit oder läuft es dann über das Special Nutrition? Ja, Special Nutrition gibt es ja eigentlich. Gibt es, glaube ich, nur auf Hawaii, oder? Ach so, ich Also, ich nehme. dachte generell gibt es das für Profis. Also, ich glaube, bei manchen Rennen, aber bei den meisten Rennen eigentlich nicht. Und deswegen nehme ich die dann quasi gleich mit von der zweiten Wechselzone aus. Es sei denn, bei manchen Challenge-Rennen oder bei den meisten Challenge-Rennen ist inzwischen auch Powerbar der Verpflegungssponsor. Das heißt, da nehme ich dann vielleicht ein oder maximal 2 Gels mit und hole mir dann den, also es sind quasi so als Notlösung, falls ich mal zwischen die Verpflegestation was brauche. Aber ansonsten nehme ich die dann eben, klar, dann nehme ich dann die Power-Gels von der Verpflegestation. Und wenn jetzt zwischendurch ist, dann spülst du da auch gar nicht das Gel irgendwie mit Wasser runter oder so, oder? Nee, also klar, bei der nächsten Verpflegestation dann, aber inzwischen komme ich damit eigentlich relativ gut klar. Also ich finde ich persönlich finde jetzt die vom Power aber auch nicht so super klebrig im Mund. Also ich finde, es geht schon ganz gut. Und klar, ich muss dazu auch sagen, also mit diesen ganzen Gels und so, das vertrage ich inzwischen auch nur gut, weil ich es halt wirklich schon sehr oft in Wettkämpfen und auch im Training gemacht habe. Also vor allem eben jetzt auch für dich, wenn der Magen empfindlich ist. Ich glaube, Übung macht da auf jeden Fall auch den Meister. Und ansonsten kann man es, ich glaube, beim Laufen bleibt halt nicht viel anderes übrig als Gels. Und beim Radfahren kann man es auf jeden Fall auch durch Pulver ersetzen. Ja gut, denke ich mal auch. Gerade wenn man jetzt beim Laufen eben halt noch ein bisschen Liquid-Verpflegung mit Cola zusätzlich nimmt,
denke ich mal, sollte es dann auch auf jeden Fall gehen. Also ich habe beim Laufen bis jetzt eben immer eigentlich Wasser und Gels genommen. Damit kam ich noch nicht optimal klar, aber da kann ich ja eben jetzt auch mal switchen. Jetzt würde es mich noch interessieren, wo nimmst du dann die Gels mit? Ich weiß jetzt gar nicht, was du für einen Anzug hast, aber die meisten Aero-Anzüge haben ja inzwischen keine wirklichen Taschen mehr oder passt es bei dir in die Taschen rein? Also doch, ich hinten habe ich schon eine Tasche, wo ich die Gels reinstecken kann. Okay, aber Also ich dann erst beim. würde es mir nicht empfehlen, einen Anzug zu holen, der gar keine Tasche hat. Also ist schon gut, wenn man irgendwo mal eine Tasche hat, wo man was reintun kann, auch wenn man bei irgendeiner Verpflegungsstation irgendwas nimmt und das nicht gleich eben zu sich nimmt, dann kann man es auch erstmal in die Tasche tun. Also ist schon immer ganz gut. Ja, und dann auch beim Lau, aber erst in der Wechselzone zum Laufen tust du die Gels dann rein, oder? Genau. Die habe ich dann in meinen Wechselbeutel oder am Wechselplatz je nach Wettkampf und dann tue ich die Geste dann einfach in meine Tasche. Ja. Ja, perfekt. Dann danke für die Tipps. Hilft mir auf jeden Fall, werde ich definitiv so mal ausprobieren und einfach schauen, wie ich dann damit klarkomme. Sehr gerne. Perfekt. Also ich wäre dann auch am Ende vom Podcast angekommen. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, mal deine ja, Geschichte und Motivation und so näher kennenzulernen. Also vielen Dank, dass du da dabei warst und gerade eben auch die das Sponsorentechnische, was bei dir eben wirklich gut klappt mit Agentur ist jetzt eben das falsche Wort, aber mit Sebi da einfach nochmal Einblicke zu kriegen, gerade als andere, also als Gegenseite zu dem letzten Podcast mit Andreas Klar. Ja, vielen Dank dir. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, perfekt.